Brexit, Trump, Flüchtlinge, Unsicherheit und Krisen. Auch Oberösterreichs Industrie ist davon betroffen. Chefökonom der Industriellen Vereinigung Christian Helmenstein schätzt die Herausforderungen für Oberösterreichs Unternehmen derzeit so ein. Dass die Unternehmen vorsichtiger sein müssen, weil sie nicht wissen, wie stark das politische Risiko zuschlägt bei ihren Investitionsentscheidungen. Würden diese politischen Risiken so nicht existieren, würden wir eine stärkere Investitionsaktivität sehen und wir werden einen stärkeren Beschäftigungsaufbau beobachten, als das derzeit der Fall ist. Es gibt sie aber, jene Unternehmer, die den Krisen trotzen, die investieren, Arbeitsplätze sichern und schaffen. Sie wurden Dienstagabend in der Raiffeisen Landesbank mit der Corona, dem Preis für gesellschaftliche Verantwortung, in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet. Das eine ist eben das Engagement am Standort Oberösterreich, also den Ausbau, die Investition, die Aufnahme weiterer Mitarbeiter. Und das andere ist eben das Engagement im sozialen Bereich für die Umwelt, für die Bevölkerung, für die Mitarbeiter. Und da geschieht schon sehr, sehr viel und sehr gute und tolle Sachen in Oberösterreich und da sind wir auch sehr stolz drauf. Für Leitbetriebe und mittelständische Familienbetriebe, die in Oberösterreich investiert haben, gab es die Standort-Corona. Allein in Österreich haben wir über 600 Mitarbeiter eingestellt. Wir investieren die nächsten 3 Jahre in über 300 Millionen Euro, davon 2 Drittel in Oberösterreich. Wir bauen aus, weil wir eben Wachstumsgrenzen erreicht haben. Wir müssen investieren. Wir haben die letzten 7 Jahre über 40 Millionen Euro im Viertel investiert und deutlich an Mitarbeiter aufgebaut. Wir haben seit 2002 permanentes Wachstum und den Mitarbeiterstand verdreifacht. Neben Investitionen und Arbeitsplatzsicherung wird auch die Corporate Social Responsibility immer wichtiger, also soziales, kulturelles oder ökologisches Engagement. Wir haben unterschiedlichste Arbeitszeitmodelle entsprechender Berufsgruppen. Im Angestelltenbereich schaut es wieder anders aus wie in der Fertigung, im Fertigungsbereich, ebenso wie auf der Montage. Montage ist ein ganz wesentlicher Punkt bei uns. Die Mitarbeiter wollen nicht mehr so wie früher lange Zeit dann auf den Baustellen sein. Die wollen natürlich zurück zu den Familien. Weniger Fluktuation, das Know-how im Unternehmen halten. Durch Auszeichnungen wie diese könne man sich der Konkurrenz besser stellen. Es ist aber sicherlich auch dazu da, dass Marketing damit betrieben wird in jeder Hinsicht. Nicht nur in der Personalakquise, sondern auch, um zu zeigen, was man kann, was man tut und damit natürlich auch im Verkauf sich wieder gut darstellen kann. Zur Trophäe gab es für die Preisträger 3.000 Euro. Preisgeld, das wieder in Projekte mit gesellschaftlicher Verantwortung in Oberösterreich investiert wird.